Während hier die echte Demokratie jetzt der Aufruf zu einem Aktionstag geht von den empörten Spaniens aus. In mehr als 1350 Orten weltweit sind heute genauso wie wir auf allen Kontinenten Menschen für die gleiche Sache unterwegs und aktiv. Tokio, Griechenland, Rom, Madrid war der Anfang, inzwischen in vielen anderen Teilen der Welt. Wir hier in Schwerin sind relativ wenige, aber es liegt auch mit an der Struktur von Schwerin, weil hier war es eigentlich die letzten 10 Jahre, seitdem ich hier bin, immer etwas schwierig, Leute zu mobilisieren. Aber ich hoffe, dass wir in dem Vormittag jetzt hier auch ins Gespräch kommen, noch Adressen weiter austauschen können, dass wir eine stärkere Vernetzung hinkriegen, um gegen das, was im Moment läuft, stärker angehen zu können. Stoppt eure infantilen Spielchen in den Parlamenten. Hört auf das Volk, den Souverän dieses Landes. Die Banken brauchen angeblich Geld, ein zweiter Rettungsschirm soll von uns allen bezahlt werden, damit, wie beim ersten Mal, die Reichen reicher und die Armen und der Mittelstand ärmer werden. Die Krise ist ausgelöst, weil die Banken seit Jahren spekulieren und an der Börse um Länder zocken. Das konnten sie nur, weil sie viel ungebundenes Geld hatten. Durch die Schuldzahlung an die Banken bekommen diese wieder sehr viel ungebundenes Geld, damit sie noch mehr um andere Länder zocken können. Die Krise verschärft sich dadurch. Die sogenannten Rettungspakete stützen diese fatale Politik. Der Rettungsring, den die Politiker damit zum Beispiel den Griechen zuwerfen, ist ein Rettungsring aus Beton. Vereinigt in einer Stimme werden wir den Politikern und der Finanzelite, denen sie dienen, sagen, dass an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu entscheiden. Wir müssen das Wort Verbraucher durch das Wort Bürger ersetzen, mündiger Bürger. Und wir müssen das Verb warten durch das Verb ändern ersetzen. Es geht um globalen Wandel, um Beteiligung und eine neue Kollektivintelligenz von unten, damit alle Menschen mit ihren Bedürfnissen und der Common Sense, das Gemeinwohl, wieder in den Mittelpunkt kommen. Von Politikern, Finanzinstitutionen und Konzernen sehen wir unsere Interessen übergangen und kommen da jetzt, hoffe ich, miteinander ins Gespräch, um uns für Veränderungen stark zu machen. Die Zukunft liegt in einer solidarischen und sozial gerechten Welt. Ich glaube, dass sie etwas ändern kann. Ich glaube, dass sie helfen kann. Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen können. Ich will zeigen, ja, man kann die Welt verändern. Jeder kann es. Du brauchst nur daran glauben, aufstehen und etwas tun. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Aufzustehen und sich zu bewegen. Zu sprechen und zu tun und nicht aufzugeben.